Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich in einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage geäußert. Mit Blick auf mutierte Viren verwies er auf möglichen Schutz durch die bisherigen Impfstoffe. Seine Sorge galt allerdings nicht nur der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Auch die allgemeine Impfbereitschaft sei Anlass zur Sorge. Einer allgemeinen Impfpflicht erteilte Söder eine Absage. Jedoch sei eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen durchaus denkbar, wie bei der Masernimpfung. Dies sei auch im Einklang mit Vorschlägen des Ethikrats. Ab kommender Woche, den 18. Januar, wird die Maskenpflicht verschärft. Im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften sind FFP2-Masken dann Pflicht. Möglich wäre außerdem eine wöchentliche Testpflicht für Pendler in Grenzgebieten. Söder warnte vor Fake-News-Meldungen über angebliche Impfnebenwirkungen. Er schloss seine Worte damit, dass es keinen festen Termin für das Ende des Lockdowns gäbe.